Es wird keine zweite Chance geben für die gesamte Branche. Nicht nur wegen der Aufmerksamkeit, sondern weil Corona ein Brennglas ist für das, was wir erlebt haben. Die Fleischbranche gibt den Widerstand gegen das Verbot der Werksverträge auf. Auch Herr Tönnies hat das noch mal bekräftigt. Und es greift zu kurz, wenn wir nur die Stallhaltung in den Blick nehmen. Sie muss anders werden und uns nicht fragen, wie wird es denn finanziert. Und insofern halten wir auch eine Tierwohlabgabe für notwendig. Die muss europarechtlich klar und sicher sein. Wir werden auch prüfen, ob es möglich ist, ein Verbot durchzusetzen mit niedrigen Lebensmittelpreisen. Das muss natürlich verfassungsrechtlich tragbar sein. Es geht darum, die Lockangebote für Fleisch, ob das aus ethischen Gründen untersagt werden könnte.